Der Reiz daran ist natürlich, ich möchte mich natürlich möglichst breit aufstellen als Schauspieler und ich möchte ganz viele coole Filme machen und vor allem richtig coole, markante Rollen spielen. Und das ist natürlich, so geht es mir zumindest, wenn ich höre, ich darf einen Behinderten oder einen Autisten spielen, das ist für mich eine riesen Spielwiese, ne, die ich da irgendwie erkunden darf. Und auch in der Vorbereitung habe ich mir da, waren wir da in so Behindertenheim und mit so einer Gruppe Autisten unterwegs und habe natürlich geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Was ist Autismus? Und jeder Autist ist natürlich eigen auf seine Art. Und ich habe da jemanden kennengelernt, der mir wirklich eine richtig gute Vorlage gegeben hat, weil Rain Man immer positiv ist. Raymond ist eigentlich wie ein 4- oder 5-jähriger Junge, der eigentlich nur das Gute auf der Welt kennt und immer auf Betriebstemperatur ist und immer positiv ist und immer zu allem Ja sagt. Das ist eigentlich grundsätzlich Raymond. Aber natürlich hat auch Raymond, wie viele Autisten, so seine eigenen Macken. Also er hat halt irgendwie ständig mit seinem Bart zu tun und ist halt irgendwie auch auf Geräusche sehr empfindlich, und das sind alles so seine Macken, die wir so erarbeitet haben, um uns Raymond möglichst unterhaltsam und trotzdem glaubwürdig zu gestalten.